FCB News, präsentiert von der größten Sportwettenarena der Welt, bwin. Der größte Kinosaal in München war eigentlich schon wieder zu klein für die Premiere von Wembley Football is Coming Home. Knapp 1000 Gäste, darunter Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und Matthias Sammer, waren gekommen, um die großartige Champions League-Titelverfilmung zu verfolgen. Auch die Hauptdarsteller Philipp Lahm, Thomas Müller und Bastian Schweinsteiger genossen 65 Minuten Gänsehaut. Football is Coming Home ist ein Werk für alle Bayern-Fans, die für Bastian ja ohnehin so wertvoll sind. Die Fans geben uns auch Motivation. Wenn wir die Bilder sehen, ich habe ein paar Bilder gesehen, die Reaktionen von den Zuschauern, nicht nur jetzt in London, sondern auch in München damals im Finale. Und sie wissen gar nicht, wie sehr sie uns motivieren. Aber wir wissen das. Und der Fan, glaube ich, kommt ganz nah ran, sieht vielleicht ein paar Dinge, wo man vorher noch nicht einen Einblick hatte. Und ich glaube, das ist auch für den Zuschauer was sehr Interessantes. Einen ausführlichen Bericht über den großen Abend gibt es im Laufe des Tages auf FCB TV zu sehen. Ab heute bereits sind DVD und Blu-ray unter dem Titel Mia San Champions im Handel. Kinostart ist dann am Donnerstag. Morgen berichten wir wieder sportlich. Am Wochenende geht es ja schließlich gegen Nürnberg, worauf Pep Guardiola die Mannschaft heute im Abendtraining schon vorbereitet. Bis dahin, Servus.